Hallo, liebe Freunde von Michael Keatons Batman. Hier ist der Mark von Marcos Welt. Und ich möchte mit euch heute besprechen, was ich denn für Möglichkeiten habe, nachdem wir die ganzen Masken jetzt durchgegangen sind, wenn ich eine coole Version haben möchte von Michael Keatons Handschuhen. Und das ist mein Eigenbau. Oh, kaputt. Doch nicht. Bevor ich euch da jetzt im Detail was zeige, ich habe damals halt irgendwie dann die Handschuhe gesehen und mir gedacht, das sieht doch wie Motorradhandschuhe aus. So war es auch. Das sind ja die sogenannten Panther-Handschuhe, die Panther-Gloves. Und ja, wenn man sich so die 80er anschaut, stellt man fest, dass damals die ganzen Motorradfahrer-Handschuhe für den Winter so ausgesehen haben, wie der von Michael Keaton. Jetzt kommt die ganz, ganz doofe Information für viele von euch. Ich habe mehrere Jahre, ich weiß nicht wie viele, immer mal wieder geguckt. Ich glaube, ich habe 2004, ja, richtig gehört, 2004 angefangen, nach so einem paar Handschuhe zu suchen. Doof, ne? Keine Sorge, am Ende vom Video habe ich eine sehr einfache Lösung für euch. Die kostet halt dafür ein bisschen mehr Geld als. Ja. Ich hole kurz einfach mal zwei Sätze dazu aus, stelle euch dann meine Version vor und danach kommen wir zu einem richtig großartigen Produkt. Ich habe schon fast Tränen in den Augen. Ich freue mich sehr. Wir bauen uns nachher einfach welche. Originaler geht es nicht mehr. Es wird der Hammer. So. Ich habe also viele, viele Jahre damit verbracht, einfach Motorrad-Winterhandschuhe auf eBay, eBay-Kleinanzeigen, Amazon etc. und sonst was zu suchen. Heute könnt ihr das vergessen. Da kriegt ihr ja halt nur die ganzen Versionen, die halt gar nicht mehr Leder sind, sondern viel einfach von diesen Protektoren eingearbeiteten Handschuhen und so weiter. Ja, der ist richtig gut, aber dick. Ich habe Probleme damit, wirklich was zu greifen, aber zum Glück muss ich ja nicht so viel machen bei Fotoshootings. Für Conventions ist es also eher nicht die Top-Idee, so einen zu nehmen. War mir auch gleich klar, dass das nur so ein Platzhalter ist. Aber ich habe wenigstens einen gehabt. Ich war so glücklich. Was ich als nächstes gemacht habe, war auch ganz einfach. Ich bin in den nächstmöglichen Bastelladen gegangen oder von mir aus auch auf Amazon, wenn ihr lustig seid, und habe mir da halt einfach eine 3 mm schwarze Moosgummiplatte oder Matte, besser gesagt, besorgt. Ich habe die nicht zusammenkleben wollen, weil ich dachte, wie kriegst du das dann hin, dass das auf und zu geht und so weiter. Da habe ich dann wie ihr sehen könnt, einfach mir so eine Art Manschette geschnitten. Also ihr seht die Form. Die Form habe ich von einer Pepakura-Datei. Für diejenigen, die nicht wissen, was Pepakura bedeutet, das ist aus dem Japanischen sowas wie Origami, nur eben für angefangen von Waffenimitationen aus Papier bis hin zu eben auch kompletten Kostümteilen und Kostümen aus Papier. Die kann man als Grundlage benutzen, um die dann, wenn ich eine Schablone gemacht habe, ganz einfach hier aufzuzeichnen. Ich nahm die von der The Dark Knight Armschiene. Die werde ich euch in einem separaten Video präsentieren. Die habe ich dann nämlich aus Warbler Finest Art gemacht. Ja gut, jetzt hatte ich also so eine Form. Dann habe ich mir gedacht, gut, die musst du zu einer Manschette zusammenkriegen. Ist auch kein Problem. Hier habe ich ein Klett und hier das Gegenklett genommen, also Hakenklett und Klettflausch. Habe mit was waren das? Patex damals. Mittlerweile bin ich eher ein Fan von Uhu. Kostet nur halb so viel, ist transparent und ist ein bisschen, ja, finde ich, schneller trocken als der von Patex. Kontaktkleber, also Kraftkleber heißt der. Genau, Kraftkleber. Ich habe gerade keinen da, deswegen kann ich euch keinen zeigen. Aber der Kraftkleber funktioniert ja wie folgt. Ihr streicht beide Seiten ein, also das Klett und dann die Manschette. Streicht es dünn auf, etwa 15 Minuten warten. Wenn es trocken aussieht, sich trocken anfühlt, auf jeder Oberfläche, dann ist es richtig. Und dann einfach etwa eine Minute, so fest ihr könnt, irgendwie zusammendrücken. Ich habe halt Gewichte draufgelegt, also großes Buch, Hantel drauf. Etwa eine Minute gewartet, fertig. Kriegt ihr so einfach nicht mehr runter. Ja, dann habe ich gesehen, dass der ja diese Panzerplatten hat.
Ich habe hier mal welche, die waren mal bei was anderem dabei. So sieht es ja aus und die gehören ja dann hier drauf. Jetzt ist das viel zu groß. Ich weiß nicht, welcher 2 Meter Batman die tragen will an seinem Handschuh. Das ist hier Polyurethan. Standard, woraus ja auch die meisten anderen Batman-Kostümteile sind, inklusive den Masken. Und dann habe ich das halt einfach von der Form genommen und gedacht, ja, so eine Platte ausschneiden, ach, das kriegst du doch auch mit der Moosgummimatte hin. Habe ich gemacht. Und auch wieder Kraftkleber drauf, fertig. Dann habe ich mir diese einzelnen Flossen mal so überlegt, wie die aussehen bei ihm. Hab die dann auch einfach ausgeschnitten und genauso vollkommen gleich wie alles andere Kraftkleber einfach draufgeklebt. Das war's. Jetzt hat das aber so eine gewisse Lederoptik. Findet ihr nicht auch? Das war einfach nur Sprühgummi, Felgensprühgummi, also auch Plastidip. Das ist der Markenführer. Also oft ist einfach nur von Plastidip die Rede. Kriegt ihr teilweise im Baumarkt, also der bei mir um die Ecke, der hat das halt einfach im Autozubehör. Ihr kriegt es natürlich auch online. Ich werde euch Plastidip einfach verlinken. Ich verlinke euch aber keinen Kraftkleber. Ihr seid selber alt genug, um welchen zu finden, oder? Okay, gut. So, Moosgummimatten. Ich verlinke mal welche, falls ihr die jetzt auf Amazon einfach suchen wollt. Ja, wie ihr seht, so sehen die eigentlich aus, die Moosgummimatten. So. Das zum Thema Eigenbauhandschuh. Und dann kann man den einfach wieder zu verkleben, ja, dass er diese Manschette ergibt. Ja, die Flossen sind ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden im Lauf der Shootings und Conventions. So. Ich kann das jetzt so machen und jetzt durchschlüpfen. Ich hätte es aber auch andersrum machen können. Ja. Und jetzt justiere ich einfach mal, wo ich das haben will. Das hier hat der Batman eigentlich gar nicht. Ja, so. Ja, und jetzt finde ich, habe ich einen ganz brauchbaren 1989er Michael Keaton Handschuh. Das Ganze hat mich zusammen, wenn ich Plastidip jetzt mal rechne und den Kraftkleber. Kraftkleber 4 Euro, Plastidip etwa 12 Euro, Handschuhe 30, Moosgummi 4,5, also irgendwo unter, oh, jetzt muss ich rechnen, ob das noch unter 50 Euro war, aber um die 60 Euro. Für ein vollständiges Paar. Dem Rechten geht es irgendwie von den Flossen besser. Ja. Also, das ist eine Möglichkeit. Das ist meine gewesen, um einfach zu überbrücken, dass ich noch keine hatte, bis zu dem High-End-Produkt, das ich haben wollte. Ja, kann man auch einfach so wieder ausziehen. Und dann weglegen, denn, oh mein Gott, jetzt kommt der Teil des Videos, auf den ich sehr gespannt bin. Ein lieber Freund von mir aus Australien, superheroconcepts.com. Ja, Grüße nach Grüße nach Australien. Jetzt habe ich es. Sprachfehler. Lieber Larry, vielen Dank für dein Set. Ich mache das Video auch nochmal in Englisch, damit jeder was davon hat. Ich habe von ihm diese bekommen. Kein anderer Handschuh ist im Preis-Leistungs-Verhältnis annähernd so gut wie der hier. Wenn ihr ganz genau hinschaut in den Batman-Filmen mit Michael Keaton, also dem ersten von 89 und dem von, ich glaube, 92, Batman Returns, der ist dünner, der hat wirklich alles richtig. Ja. Sieht man auch, dass das so ein früherer Motorradhandschuh war, ne? Eigentlich. Das hier, das ist das Wesentliche. Das sind, ja, hier hört man auch, das sind kleine Nieten. Die hat er da wirklich drauf. Wenn man drauf achtet, sieht man die. Ja, jetzt hat dieser Handschuh aber noch irgendwie gar nichts, ne? Blöd. Wir müssen da was machen. Larry von superheroconcepts.com, der war so nett und hat mir natürlich Polyurethan, passende Finnen dazugelegt. Dann eine bebilderte Anleitung, was ich machen soll. Ich muss sagen, ich habe jetzt davor ein bisschen Angst. Also, ihr seid ja da, kann ja nichts passieren. Die soll ich hier jetzt draufkleben. Gut. Soweit sind wir, glaube ich, auch uns einig, ne? Ja. Ja, das sähe schon mal ganz gut aus.
Ich habe mich da jetzt noch nicht so richtig rangetraut. Er hat gesagt, nimm Sekundenkleber, aber richtig guten. Ich so, und nur punktuell kleben und so weiter. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, aber ich mache es jetzt. Was soll passieren? Im Zweifel habe ich halt einfach ein paar Handschuhe für 180 Euro verbrannt. Ja. Ich nehme jetzt hier den Sekundenkleber, mit dem ich schon oft gearbeitet habe. Das ist einfach der bei mir um die Ecke ist, ein kleiner Rewe von dort aus dem entsprechenden Eck. Ja. So. ja, das ist jetzt so ein Moment, da hast du Angst. Da hast du einfach Angst. Also, er hat gesagt, ich soll es genau hier an der Oberseite, ja, entlang der Naht. Und nur punktuell. So, Kleber ist auf und funktioniert. Nochmal ansetzen, dass ich das auch richtig habe vom Abstand. Ich werde hinten anfangen, das macht es, glaube ich, am einfachsten. So. Sind die denn haben? Gibt es einen Unterschied? Gibt es dann rechts und links? Nee, gibt es kein rechts und links. Die sind gleich, das macht es ja wieder gut. Ja, dann setze ich das mal hier an der Naht an, wo ich dann denke, dass es am besten aussehen wird. Okay, habe ich. Ja, dann geht das mal los hier. Oh mein Gott. Nicht zu viel, sonst haben wir das Problem, dass nachher das rausquillt, der Kleber. Das will ich ja auf gar keinen Fall. Ich habe aber auch Angst, dass es zu wenig ist. So. Oh mein Gott. Was mache ich hier nur? Was machst du hier? Ja. Wir kommen zur Lieblingspose des Bastlers. Drücken und halten. Oh, ich habe so Angst, dass da auch nur irgendwie was raus... Wisst ihr, dass es schief geht? Aber... Wenn ihr es nicht macht, es macht keiner für euch. Ehrlich, ihr könnt den Larry ja mal fragen, ob er euch auch ein fertiges Paar verkauft. Wird er bestimmt tun, ist aber teurer. Das hat jetzt 160 US-Dollar plus Versand gekostet. Also irgendwo, ja, 180 war übertrieben, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ein bisschen billiger als 180. Rechnet mal bei so einem Paar hier in der Qualität irgendwas um die 160 bis 200 Euro wäre völlig in Ordnung. Muss man einfach so sagen. Das sind halt immerhin Echtlederhandschuhe, die speziell dafür hergestellt werden. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt in Motorrad Lewis gehe und mir dann halt die aktuelle Winterkollektion raushole. Das ist halt schon mal das Problem. Es ist immer die Stückzahl. So, das erste scheint schon zu kleben. Ja, jetzt wird's gut. Aha. Jetzt soll ich da mal rankommen. Das ist ja ein Scheiß hier, ne? Okay. Okay, okay, Marc, wir kommen da ran. Wir schaffen das. Leute sind alle da. Jeder hilft dir. Alles wird gut. Okay, okay, okay. Wieder reinfassen, berichtigen und drauf. Ich bin jetzt bei der zweiten von den drei Flossen. Die wurden damals auch nur geklebt. Ich habe es mir immer wieder angesehen. Detailaufnahmen, Produktionsfotos. Egal, ob jetzt von Keaton selber oder dem Stuntman. Ist wirklich so. Die haben das einfach da drauf geklebt. Die sind ja beim Film da auch sehr rücksichtslos und rigoros, was das angeht. Muss man auch beim Cosplay dann tatsächlich sein. Ja, denkt dran, Cosplay ist nicht gleich Kostüm tragen. Ich kriege immer wieder irgendwelche Nachrichten dann irgendwie, hey, tolles Cosplay, wo ich einfach nur ein Bild habe. Gut, ist, auf dem Bild kann man halt auch den Gesichtsausdruck liefern, der zur jeweiligen Figur gehört oder so. Michael Keatons Batman ist immer sehr stoisch, der lacht nicht. Also der zeigt halt Leid, wenn es halt weh tut, ne? Aber das war's schon. Das wäre dann halt ein Cosplay-Bild, wenn er halt irgendwie so stoisch guckt
und ein Kostümbild wäre halt, wenn er so lachend irgendwie durch die Gegend ist, das macht er halt nicht. Ja, ich dachte, ich vertreibe euch mit diesen Gedanken ein bisschen die Zeit, während ich hier zu Werke gehe mit meinem Sekundenkleber. Ich glaube, dass ich erfolgreich war. Schauen wir es uns bisher mal an. Ja, sieht gut aus, ne? Puh, bin ich ja froh. Hätte ja auch schief gehen können. Hätte wirklich schief gehen können. Ich mache hier keine Show, ich habe echt Angst. Ja, ich meine, hier steht halt was mit dem Geldwert dahinter, dass das halt vielleicht auch kaputt geht. Ja, so. Und ach, das wird immer ein bisschen schwieriger jetzt natürlich, ne? Wenn du das dann so kleben möchtest. Und ich habe alles. Und. Oh ja, oh ja. Ich habe ein kleines wenig gesaut. Ich hoffe, es fällt nicht ins Gewicht. Ich traue mich auch schon gar nicht mehr zu korrigieren. Ja, ich kann jetzt auch mit dem Tuch nicht hin. Schlecht vorbereitet. Ich müsste jetzt irgendwas da haben, um es aufzunehmen. Aber wisst ihr was? Man sieht's kaum. Man sieht's kaum. Oh ja. Oh schön. Ja, wenn ich puste, kann ich leider nichts erzählen, gell? So. Also den lasse ich jetzt in der Tat einfach mal etwas in Ruhe. Ich werde noch etwas nachkleben. Aber nicht jetzt. Wichtig, damit ihr was von eurem Sekundenkleber habt. Ich weiß, die meisten werden es wissen. Ich mache die Videos aber für jeden. Das heißt auch für den Anfänger. Nehmt ein Taschentuch oder was in der Art und reibt die Spitze trocken, damit es noch nicht so weit kommt, dass der eintrocknet, der Kleber. Ja, das war soweit einfach im Prinzip das kleine Klebetutorial zum Batman-Handschuh. Das ist jetzt einer, wie ihn George Clooney oder auch dann Val Kilmer vor allem getragen hat. Also Val Kilmer hatte diese Protektoren hier oben drauf nicht. Die hatte nur Michael Keaton und in der Form so auch eigentlich nur im ersten Film. Ja. Ich bin sehr begeistert. Vielen lieben Dank an superheroconcepts.com. Ich verlinke euch unten die Kontaktmöglichkeit zu Larry. Die Handschuhe sind ihr Geld wert. Das sind die besten, die ich bisher in der Hand hatte. Ich suche jetzt seit 20 Jahren nach einem solchen Paar Handschuhe. Es war noch nie so einfach wie heutzutage, viele, viele Quellen zu finden. Jeder behauptet, er hat die besten. Ich sage nicht, dass das die wirklich besten sind. Ich sage, das sind die, die ich am authentischsten finde. Ja, den zweiten mache ich jetzt in einem englischen Video, damit auch internationale Cosplayer was von der ganzen Geschichte haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr Lust auf ein Batman-Kostüm habt, wisst ihr jetzt zumindest schon mal, wie das mit den Handschuhen funktioniert. Also, macht's gut!